Ein herzliches Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Star Wars Outlaws weiter. Ich habe mich jetzt die ganzen Tage drauf gefreut, leider keine Zeit gefunden. Dafür kam ein X-Defined-Video. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Ich muss mal kurz gucken. Achso, trifft dich mit einer Kuh, ja, kurz erinnern. Wir müssen hier sneaken, da ist nix. Bin mal gespannt, ich muss gleich mal gucken, ob sich die Grafik wieder runtergestellt hat. Ich muss noch einen neuen Treiber herunterladen, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aufheben. Oh Gott. Oh, süße Pinguin. Genau. Auf einmal Pinguin. Oh, shit. Man kann ja keine Waffe ziehen. Das ist das Scheiße, finde ich, oder? U, B, achso. Wo ist denn... Ah, ich glaube, wir... Oder? Warte mal. Kann sein, dass wir hier hoch müssen, ne? Ja. Ah, guck mal. Far Cry. Ich finde es immer noch. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass das so Far Cry-Stile hat. Wobei, es kann eine gute Mischung sein, wenn sie es gut gemacht haben. Das ist ja auch jetzt gerade erstmal die ersten 20 Minuten gespielt, 30 Minuten gespielt. Aber daran muss ich mich gewöhnen. Oh. Wo müssen wir lang? Hä? Ist nix hin? Okay. Hä? Wo? Ach da. Okay. Jedi Survivor. Jedi Fallen Order. In... Ja. Wissen alle, wo das... Ja. Die Ratten reagieren halt auch nicht, ne? Das ist halt... Oh. Ach so. Sie sind Prebern auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, Scheiße. Die Karte verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Damien. Woher wissen die? Egal. Müsste da drüben sein. Oh, oh. Irgendwas passiert da jetzt. Irgendwas passiert jetzt. Oder auch nicht. Okay. Hä? Los geht's. Wir werden angeschossen. Wo bist du her? Ich finde nichts am süßesten. Er hat einfach so eine geile Ausstrahlung. Ist überhaupt nicht auffällig, da so ein Speeder. Ja. Irgendwas passiert da jetzt. Das ist auch immer so in Star Wars. Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Ah, Kanto bald. Ist eine spannende Stadt. Nur von Star Wars Episode 8. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihm. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber an seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein Kenner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Wir sind besser. Ich habe schon einen Teaser gesehen, dass es hier in dem Game Darth Vader gehen soll und die Synchro richtig scheiße sein soll. Aber ist ja jetzt auch der Synchronsprecher gestorben, der Arme. Das hat so geschmerzt, der im Englischen war nicht. Oder im Englischen oder war es der Deutsche? Ich weiß es gar nicht. Der Synchronsprecher von Darth Vader. Mach uns alle reich, ja. Gut, okay. Ja, ich muss den Treiber dringend herunterladen. Wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Gut. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Genießt die Aussicht, Nix. So oder so, das ist das letzte Mal. Das ist aber cool, dass du mal so, zumindest aus der Secret... Nicht Pyke, Sequel-Reihe, zum Beispiel jetzt gedacht. Hier kannst du bald, dass sie das mal mehr explain-mäßig. Ich find's cool. So, weil da wurde der ja nur einmal im Film gezeigt. So. Das ist zu unnatürlich, finde ich. Das muss ich gerade mal sagen. Also das finde ich wirklich zu unnatürlich. Halt dich fest, Nix. Auch das hier, das ist.
guck mal kurz, wie die Performance ist. Ich finde das auch ziemlich frech, ne? Also jetzt nicht von Ubisoft, sondern von Nvidia. Man hat die zweitstärkste Grafikkarte von denen. Man hat über 1.300 Euro für die gezahlt. Und es läuft einfach scheiße, wenn man so sagen kann. Sie ist einfach... Ja. Arsch ist das. Nicht runtersehen, nix. Oh Gott. Aber ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht von der Story ich her. Ich sehe das Anwesen. Hä? Ach so. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört gerade zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Bash von Grund auf. Okay, sorry. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Stunt machen oder so. Also ich sag mal so, an sich ist es eine coole Idee, aber die haben zu viel von deren Oldschool Ubisoft drin gelassen, finde ich. So dieses Far Cry und alles Vermixte und das ist... Ich finde das... Ich finde es ein cooler Ansatz, aber die Umsetzung ist immer wieder, wenn man so sagen kann, nicht scheiße, aber sie hätte besser sein können. Zumindest zum jetzigen Standpunkt, finde ich. Ganz anders aus. Ja, Kanto Bold. Kaum zu glauben, dass wir nur für die Reichen. Es ist keine Ahnung. Gut. Ich finde es auch scheiße, dass es hier so ein bisschen so Cutscenes gibt und oder Cuts. Oh, okay, Damien, ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Wow! Ich schlage alle ab. Das kann man bestimmt von halb Kanto aus sehen. Kommt her! Das war gleich meine Hände. Ich laufe die ganze. Ich hab. Das kann ich nicht haben, diese klebrigen Hände. Okay, wir haben nichts hier für. Ah. Betäubungsschuss. Das ist so Arsch. Ehrlich, dieses. Wo ist mein Betäubungsschuss? Vor allen Dingen ist der cooler und viel zu lang. Den hätte ich so auf 10 Sekunden gemacht. So was Hübsches haben wir noch nie ausgeraubt, was? Ja, scheiße, ne? Ich werde auf jeden Fall gleich mal Treiber aktualisieren. Weil das regt mich selber auf diese FPS, nicht Drops, sondern... Oh, scheiße, 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 scheiße. Hä? Die sagt, du darfst hier nicht sein, aber sie hat schon mäßig Scheiße. Ja, du schleichst selber rum. Also das ist, diese Voice Lines hier sind ein bisschen... Nee, die finde ich nicht gut. Was passiert hier? Scheiße, scheiße, scheiße. Was war denn? Du hast hier keinen Zutritt. Das weiß ich selber. Danke, hab dich auch lieb. Warte mal. Scheiße. Ist ja verrückt. Hey, hier kannst du nicht hin. Guck mal, sie sagt sogar schon, sie war... Also, hä? So ohne Grund. Wisst ihr, was ich meine? So dieses... Das macht gar keinen Sinn. Sie sagt, darf sie nicht hin, sieht mich aber gleichzeitig nicht, hä? Ja, komm her. Ey, das ist so peinlich. Nein, da habt ihr das gerade gesehen. Digga, das ist nicht deren Ernst. Das habt ihr gesehen, oder? Dieses... Kann man die Waffe auf... Nein. Die wollte, hat den Kopf genommen, aber hat irgendwie so in die Luft gepackt, so daneben, wisst ihr? Scheiße. Oh Gott. Dafür kriege ich nicht genug Geld. Zeit, sie abzulenken, Nix. Was will dieses Ding? Hä? Es. Okay. Verschwinde dort! Pfau! Okay. Durch einen Niederschlag. Ja, okay, dann erfüllen wir die Aufgabe noch. Ach, Leute. Also ich hab gehofft, dass das wirklich besser wird hier, aber... Also nicht so wie in den Trailer, aber irgendwie...
weder Star Wars Feeling kommt auf, noch irgendwie Gameplay Feeling. Wisst ihr, was ich meine? Ne. Warte mal, Q und jetzt ablenken. Ah, er sieht mich nicht. Hat jemand was dabei? Gut, wir schwatzen. Ah, okay. Damien, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Gut, jetzt müssen wir wieder. Boah, First Try geschafft. Jetzt ist die Frage, wo ist der Turbolift? Okay, Energiebarriere. Oh, lol. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Nix, such den Generator. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Keiner weiß es. Oh, lol. Ah, guck mal. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn, dass hier... Das war's. Okay. Das ist diese Ubisoft-Logik. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, aber... Ach, guck mal, hier war das aus dem Intro, ne? Ah, hier wurden alle umgebracht. Ja. Blasterspuren. Was ist hier passiert? Das war das. Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Kann man die nicht einfach abschießen, oder? Was ist das denn für eine scheiß Kamera, Alter? Ach, das ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Ich dachte, hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat ihn jemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Was soll das denn? Hä? Scheiße, was? Hä? Muss ich das verstehen? Ich hab V gedrückt und... Okay, ja, super. Ne, wenn jetzt Verstärkung kommt, ne? Fuck. Also das muss Ubisoft definitiv nachbessern. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, sabotieren. X, das Terminal. Ah. Okay, das finde ich an sich eine gute Idee. Aber, achso. Und was hat sich jetzt geändert? Ah, okay. Chillig. Man kann aber durchlaufen. Hm. Hey Nix, der Knopf da drüben. Das finde ich ein bisschen zu Nixhaftigkeit, genau. So, ihr wisst ihr, was ich meine? So, ich finde das ein bisschen zu... Moment, was ist denn da? Steve! Nee, Digga, oder? Gib mir mal eine Pause! Wir haben sie jetzt! Bitte nicht. Leute, ehrlich nicht. Das gibt's wirklich nicht, hä? Okay. Ich hab's langsam raus, ich sag's, wie es ist. Was? Achso, hier. Ja, das macht gar keinen Sinn mit diesen Energiekarten. Also, finde ich so, weil das macht. Also, erstmal kriegen die direkt Energie, da gibt's doch nirgendwo einen Hebel. Und zweitens. Ne? Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Guck mal, das hier, man kann die einfach umgehen, wie billig. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber. Naja, egal, ich würde, wie gesagt, weiterspielen. Durchspielen. Ich bin im Turbolift. Dafür, dass er Turbo ist. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Bash. Das wird die neben uns. Was passiert hier? Sie sind hinter uns her! Scheiße. Da ist er. Der Tresor. Schnell genug reagiert. Ich sag's, wie es ist. Hä? Ach so. Und jetzt? Ich gehe mal davon aus, dass wir... Oh lol. Achso.
Hier haben wir alles, gut. Achso. Oh, okay, warte mal. Können wir ja bald schon auf schwer machen, ja? Wir haben Blasterfeuer innerhalb des Anwesens. Hallo! Weg. Der Arme. Auf Computer zugreifen, hier, komm. Oh Gott, was soll... Ach so, hacken. Wow. Ach du Scheiße, F1-Hilfe. Hilfe. Glyph ist nicht, Glyph ist korrekt, aber an der falschen Stelle. Glyph ist an der richtigen Stelle. Scheiße. Richtige Stelle. Also das hier ist richtige Stelle. Scheiße. Ja, die einfach nur. Ah. Ich hab's jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. So muss das. Okay. Ohne Sinn. Ich habe die Sicherheitsvorrichtungen ausgeschaltet, Daniel. Der Weg ist frei. Perfekt. Geht zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns. Ich hab ja gesagt Ubisoft-Qualität, oder? Okay. Das ist echt asozial, schade. Da passiert irgendwas. Hä? Die ist da reingegangen ohne einen Plan, ne? Wow! Hi! Adjib. Ja, oh mein Gott, der ist geil. Ich muss da rein. Daniel, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT8L. Gut. Das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey! Komm zurück! Ich weiß, dass du da drin bist. Grandiocha. Ohne Sinn. Hallo? Ah. Hier haben sie keine Cutscene eingebaut. Herzlichen Glückwunsch. Der Tresorraum. Irgendwas passiert hier noch. Richtiges Geld aus. Machen wir ihn auf. Irgendwas passiert hier noch. Ja, jetzt kommt hier jemand oder so. Ich weiß es nicht. Huh? Ja, guck. Du bist nicht Derek Bash. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein, aber die Sache mit Sliro und Derek Bash, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind, versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Ja. Tod. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Daniel, nicht. Junge, was ein... Die ist auch so dumm, ist... Augen auf, Kay. Es geht los. Also, den weiß ich ja jetzt nicht. Egal, wir hören mal zu. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Ja. Ziemlich jung für eine Diebin. Ich... Digga, ist sie denn... Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Das sieht aber aus wie ein Lichtschwert. Keine Taschenlampe, sondern Lichtschwert. Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt?
es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Hä, Digga. Die Rebellenallianz haben das... Digga. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerik Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Digga. Er schießt sie! Wie random. Oh, du bist immer da, wenn ich dich brauche, Sinn. Lex. Egal. Okay. Gut, dann. Wie komme ich hier raus? Digga, das ist... Es tut mir leid, aber das ist nicht... Das kann nicht deren Ernst sein. Wie unrealistisch die reagieren. Das meine ich. Es muss einen Weg hier rausgeben. Langfahrig? Nee. Nix. Mach keinen Mucks. Ich will ein Todesmal an ihr sofort. Ein Vermögen für den, der mir ihren... Man hätte ihn jetzt so erschießen können, ne? In der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Ohne Grund, ohne Sinn und so. Bitte sag mir nur Schlucker. Wahrscheinlich ist es einer. Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Aber das sind keine Rebellen. Also, sie gehören zwar zur Rebellenallianz, aber das sind keine Rebellen. Man lässt niemanden im Stich, ist deren Motto mäßig. Digga, also jetzt mal auch nicht, wenn man Geld fordert. So, die haben die betrogen. Dann, das ist Scam. Scheiße. Oh, sieh nur. Das ist das alte Schiff. Ja. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Ja. Gut. Das klingt für mich auch gefährlich. Wollen wir actionreich reingehen? Würde ich tatsächlich sogar sagen. Scheiße. Das stimmt was nicht. Das ist nicht gut. Oh, hier darfst du nicht hin. Mach sie fertig. Sie Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh fuck. Digga, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Wo ist denn deine Lebensanzeige oder so? Kann doch nicht sein, dass es durch so einen Drecks-Damage in. Ja, komm, kommt hier hin. Leg los, Nix. Komm her, ja, komm her, ne? Komm her. So. Komplett schwache Pistole hatte hier, ehrlich. Hol den Blaster, Nix. Blaster? Blastergewehr, lol. Oh, tschüss. Sorry, Digga. Ah, okay, das ist aber nicht permanent. Das ist. Arsch. Da kommen sie. Hauen wir ab. Komm. Ah, aber gut gebalanced, oder? Scheiße. Ach, dann muss man wieder mit dem.
Ach, geht zum Heilen. Ach, da unten ist die. Okay, aber die Explosion, die sieht, finde ich, gut. Ich konnte jetzt nicht darauf achten, das werde ich in der Aufnahme sehen, aber für mich sah die jetzt nicht so schlimm aus wie in diesem Trailer da. Scheiße. Gut, wir haben es geschafft. Ist wie Gleiterfahren, oder? Nein. Nee. Der war's nicht. Tut mir leid. Macht Spaß. Ah, dürfen wir jetzt fliegen? Ja. Das sieht aus wie Starfield, egal. Ha, na also, die Barriere ist weg. Weiß ich ja jetzt nicht. Und los geht's. Ist mir ein bisschen zu eckig. Da diese Grafikfehler, seht ihr die? Digga. Oh nee. Seht ihr wie. Egal. Bring mich hier raus. Nein, 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 nein. Hör's doch, du Mistding. Tashara. Hauptsache weg hier. Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Nach Toshara. Ja, deswegen. Alles gut. Alles gut. Toshara ist nicht so eine tolle. Oh, Star Wars hat los. Also ich sag mal so, ich find's an sich cool, aber die hätten technisch das besser umsetzen sollen. Finde ich. So. Ja, nix, hallo. Weiß ich, Cutscenes sehen immer so toll aus, aber dann was Gameplay ist an sich ein cooler Ansatz, aber mal so, ist halt Ubisoft, ne? Geschafft. Irgendwie. Komm schon. Oh, hallo. Soll das sein? Lichtschwert oder was? Ah, doch nicht. Wow, ganz zufällig. Ja. Okay. Ich frage mich, ist er jetzt mal fertig oder nein? Ja, willkommen auf Toshara. Aus dem Toshara-System, glaube ich, war das, ne? Das ist ein Mond. Ich kenne das nur aus. War das. Aus, ich glaube, Jedi For. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Wow! Tut mir leid! Tut mir leid! Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Wow. Wow, Digga. Viele neue Freunde heute. Beide jetzt nicht. Hey, wir müssen das nicht tun. Wow. Ah, okay, das ist. Okay, das ist aber. Okay, wir wissen alle, von welchem Game das ist. Ich würde sagen, wir lassen es dann erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Wir sehen uns dann übermorgen wieder beim nächsten Video. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.